Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Horst Reiter. Wir sind in Folge 312 von Simotrans. Hier bringt gerade ein LKW wahrscheinlich Möbel weg. Genau so ist es. 25 Paletten. Das heißt, wir müssen mal schauen, wer ist denn der Abnehmer. Das ist hier der Geräte- und Haushaltsartikel, ist der Verbraucher. Da müssen wir dann jetzt hinsplättern und gucken, wie es da ankommt. Und das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann gucken wir mal, wie hier das Haushaltsgerätegeschäft läuft. Einmal klicken reicht, ne? So, wir haben hier 8 Möbel drinne. Das heißt, hier wird sogar angeliefert. Das ist die Frage. Wir müssen hier auf die Haltebucht und schauen, wer bringt denn hier was hin? LKW Haushaltsgeräte. LKW Möbel Hardexen. Okay, der fährt hier hin und her. Vom Baustoffhandel also, der holt sich das hier weg. Und hier sehen wir, dass dort 8.976 Möbel warten. Also Möbel sind genug da. Das heißt, die Kette läuft. Das Einzige, was nicht läuft, ist dann die Lieferung dahin. Achso, das haben wir gerade offen. Da kommt auch gerade der LKW wahrscheinlich. Gucken wir doch mal. 3 Möbel sind da. Und wie viel kommt hier zu? 743. 742. Ah, er hat gerade 15 Möbel dahin gebracht. Also 12 im Endeffekt. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Topmodell von, Fahrzeug. Ah, komm, da ist eine Haltestelle, da können wir den schlecht in Empfang nehmen. Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir gerade hier einen anderen LKW draufsetzen, weil der, wie wir sehen, ist auch schon blau. Das bedeutet, der ist jetzt auch nicht unser Top-Favorit. Hardexen bei der Kirche war das Depot. Knapp daneben, ne? Hier ist es jetzt richtig, LKW. Und dann machen wir hier mal gerade Möbel. Back war nicht Möbel, wollte ich. Da sind die Möbel. So, und dann haben wir hier einen Anhänger mit 26 Paletten ist das Topmodell. Und wie sieht das hier aus? 15 Paletten, 13 Paletten, 13 Paletten, 10, 15. Wenn der da drunter geht, sind 27, ne? Aber der geht da wahrscheinlich nicht dran, ne? Kann das sein? Sieht man irgendwie jetzt natürlich nicht, ne? Ich glaube, der geht dann da dran, ne? Das heißt, ich packe da jetzt den mit den da dran, ne? Und der kommt auf die Linie halt, wie heißt der LKW Möbel Hardexen? LKW Möbel Hardexen. Und machen das mit einem. Ja, einer reicht, ne? Der ist ja jetzt dann nicht nur 12, wie der hat, oder 13. Was hat der hier? Kannst du gleich ausmustern. Wie bekommt er denn? Steht jetzt nirgendwo hier auf der Schnelle, ne? 13. Ausmustern. Weg ist er und jetzt übernimmt der das. Der hat ja die doppelte Kapazität da, ne? So, dann haben wir das Möbelgeschäft schon erledigt. Das bedeutet, wir gucken weiter zu einer anderen Möglichkeit, die wir hier in der Industrie haben. Bäckerei, Chemie, Erzbergwerk, Fischfanggebiet, Gastwirtschaft, Geflügel, Gerät und Haushalt, Geräte, Maschinenfabrik. Ich glaube, Geräte und Haushalt waren wir zuletzt, ne? So, was machen die denn hier, ne? Ach so, ja, brauchen wir da nicht, weil es hier steht, ne? Die haben auch 690 Haushaltsgeräte, die werden auch abgeholt, weil wir da hinten ja gesehen haben, dass darüber genug fahren. Alles andere ist auch vorhanden, das heißt, die Kette ist in Ordnung hier. So, Getreidehof ist hier. Fahren LKWs weg, die auch Ware abholen. Passt also. Dann haben wir den zweiten Getreidehof. Der ist hier. Hier steht kein LKW. Wenn hier kein LKW steht, wird wahrscheinlich auch was abgeholt. Die Brauerei ist auf jeden Fall angeschlossen. Wo geht denn die Reise hier mit den LKWs hin? Da kommt einer. Wo geht's hier lang? Ach, da sind auch ganz viele LKWs. Da kommt auch einer. Einer von den beiden fährt jetzt hier irgendwo hin, ne? Okay, auf jeden Fall ist hier genug zum Abholen.
Ist das hier auch? Gehört das Fundament nordisches Tiefland? So, das gehört dann dazu, das Nebengebäude. Sehr interessant. Ah ja, hier steht ja auch eins. Also die Fläche gehört hier zu diesen. Ah, der fährt weiter nach da, aber hier kommt ein LKW an, der auch was abholt. So, Gerste, Weizen, Flachs wird abgeholt. Das heißt, Getreidehof 2, kein Problem. 3 ist hier. Ist voll. Gerste wird auch produziert, der Rest nicht mehr. Also es wird auch was abgeholt. Weiß jetzt nicht, ob der LKW das ist. Wahrscheinlich nicht. Jetzt die Frage, ne? Ist der Getreidehof neben dem Bahnhof? Und ich habe es gerade nicht. Ja, klar ist er neben dem Bahnhof. Der wird hier vom Zug bearbeitet dann, ne? Die Gerste kommt hier hin, ne? Genau so ist es. Gut, das läuft aber auch in dem Sinne. Das war Getreidehof 3. Gucken wir uns mal 4 an. 4 ist hier. Da fahren ja auch die LKWs hin und her. Das wird wohl auch laufen. Glaube ich. Weil hier steht still. Ne, der obere läuft noch. Also Gerste wird abgeholten, Weizen und Flachs wahrscheinlich nicht. Da müssen wir mal vielleicht noch hinterher gucken, aber jetzt nicht gerade. Und hier fährt gerade ein LKW weg, das heißt, hier wird auch Gerste abgeholt. Mit dem Flachs muss man mal gucken, wer der Abnehmer da ist, ne? Hopfenbauer. Ja, der funktioniert auf jeden Fall auch, aber die Dingens sagt schon, Klosterbrauerei, die braucht natürlich nicht so viel Hopfen. Ja, 1765, ne? Das ist schon genug. Ja, da geht der, die Gerste geht da weg wie warme Semmeln, aber der Hopfen nicht, ne? Jetzt müsste man gucken, ob die Gerste da angeliefert wird, bevor sie leer ist, ne? Dann muss man drüber nachdenken. Ja, das sieht schwach aus. Ich sehe gerade da unten keinen Gersten-LKW. Weil jetzt wird nicht mehr produziert, weil die Gerste leer ist. Und da unten fehlt es am LKW, der jetzt aber da kommt. Linie Brauerei. Okay. Da gibt es auf jeden Fall mehrere. Wo stehen die denn jetzt? Ach so, die sind gerade auf dem Weg weg oder was? Ja, die holen alle, aber sie holen wohl zu wenig, ne? Das bedeutet. Da muss noch was gemacht werden. LKW benötigt für Flachs zum Beispiel, weil es ist das gleiche Produkt. Anhänger gibt es nur den, ja. Das heißt der mit dem Anhänger. Und das ist der LKW Brauerei Mühle. Das ist der. Ich würde jetzt mal 2 machen, dass wir 3 dazu kriegen, weil den einen hier, den werden wir jetzt auch ausmustern, weil der altersbedingt fällig ist. Okay, dann haben wir jetzt hier keine Gerste, die jetzt aber hier gleich wieder ein bisschen mehr kommt. Hier steht jetzt ein LKW, der beladen werden soll. Okay. Macht das Sinn? Wie lange wartet der denn hier? Er ist auch auf der Brauereimühlenstrecke, ne? Der wartet hier, bis er voll ist. Allerdings hier. Ja, das macht nicht Sinn, ne? Dann reicht ein halber Tag zu warten für den, würde ich sagen. Ja, deswegen kommt dann, ja, das ist das eine schließt das andere aus, ne? Der muss nicht warten, aber der andere, der hier mitnimmt, diese hier, die müssen warten, bis sie voll sind vielleicht, ne? Auf der anderen Seite werden die Gerste rollt, ne? Dann rollt auch das Bier. Schwierig. Jetzt kommt der hier leer an. In die Brauerei Mühle, das heißt, der hat da hinten auch nichts gekriegt, ne? Ist hier jetzt gerade nichts angekommen, ne? Aber hier steht, liegt doch die Gerste. 26.000 Tonnen, das ist reichlich.
Der steht da, wartet auf Ladung. Der fährt zur Mühle. Wieso ist er jetzt hier? Also der steht auch und wartet. Der hat wahrscheinlich gerade weggebracht. Ja. Aber die Gerste ist schon wieder weg, ne? Müssen noch mal das im Auge behalten hier gerade und gucken, wann die Gerste ankommt. Die kommt da ja jetzt auch. Ja, es nützt nichts. Ich glaube, wir müssen hier die Zeit rausnehmen, das mit der 100% Ladung weg. Die müssen so durchfahren, das hat anders keinen Sinn. Warum sollen die hier so lange stehen? Die müssen zügig da reinkommen. Wäre dann doof, wenn die hier jetzt natürlich dann leer fahren, aber das ist dann halt so, ne? Kriegen wir aber in den Griff, denke ich. Neun Bier, zehn Bier, Gerste 16. Jetzt kommt gerade keiner und bringt Gerste dann, ne? Die läuft wieder auf Null. Das hier können wir, glaube ich, erstmal runtersetzen, oder? 0, 1, 0. Jetzt ist die Gerste raus. Keiner in der Nähe, ich sehe keinen. Es sind zwar drei unterwegs, zwei davon sind der und der sind, glaube ich, gerade erst beladen. Die sind schon mit näher auf der Strecke. Wie sieht es denn hier mit Ware aus? Eier und Südfrüchte liegen da nur. Das Bier ist nicht mehr hier. Der steht da jetzt und kriegt nichts, ne? Wahrscheinlich will der gerade Bier haben. Zwei LKWs kommen aber gerade. Kommt noch einer? Der wartet auch. Jetzt ist passiert natürlich das. Ah, er fährt woanders hin. Er wartet da oben, dann nimmt hier einen Halt wahrscheinlich. Und der andere auch. Ja, okay, besser wie gar nichts, ne? Und die warten auf Ware. Der eine fährt schon, weil er nichts gekriegt hat. Teures Geschäft, Leerfahrten. Aber kannst du auch nicht ändern. Die erste kommt jetzt, 22 reingekommen. Und jetzt kommen gleich die nächsten. 22 sind dann 44, ne? Da unten kommt auch einer. Also 44 erreichen wir nicht, weil schon wieder abgebraucht ist. Hier kommt unten auch einer reingefahren. Der wartet auf einen Halt, darf aber reinfahren. Genau. Da unten kommen noch zwei. Geht also. Zurzeit füllt sich das hier. Von den 2, 4, 6 sind es nur 6 oder ist nur einer? Ne, sind nur 2, 4, 6, 7 sind es. Von den 7 sind 4 jetzt unterwegs mit Beladung und 3 sind leer. Aber es sieht eigentlich so aus, als ob es jetzt vielleicht wieder fluppen würde. Kann das sein? 43 haben wir jetzt hier. Der nächste kommt schon auch wieder rein. 59. Ich sehe hier schon wieder einen. Dann kommt der nächste und dann wird es ein bisschen schwieriger, weil da leere sind. Jetzt müsste einer schon da hinten wieder vollgeladen werden. Ja, wird auch gerade. Dann geht das vielleicht sogar. 41. Die anderen beiden liefern gerade noch ab. Jetzt haben wir hier wieder mehr. 56. Einer wartet noch und zwei sind schon wieder auf dem Rückweg von da oben. Mal gucken. 71, okay. Könnte sein, dass es doch jetzt klappt, ne? Wie viel ist Bier auf dem Halt? Hier 14 Paletten. Einer fährt weg, einer kommt. Mal gucken, ob der die Paletten nimmt. Ja, 4 sind weniger. Jetzt ist das Bier weg. Hier sind aber noch 43. Ich sehe allerdings noch keinen Getreidelieferanten. Kein LKW Atego mit landwirtschaftlichen Gütern. Die fehlen uns noch.
Gerste läuft langsam gen 0, aber da kommt unten ein LKW. Wenn der vorm 0 da ist, ist alles gut, würde ich sagen. Ja, mit knapp 20, 19. Dann müssten wir noch einen LKW mehr nehmen, wenn der da jetzt. Ja, der fährt auch noch weiter. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und abgeliefert. Okay, reicht, war noch genug drauf. Ja, wollen wir hoffen, dass das hier sich so einigermaßen einpendelt. Das müssen wir dann ein bisschen im Auge behalten, ne? Ja, aber ich sag mal, das läuft erstmal wieder. Vielleicht sollten wir einen LKW noch mehr, aber da müssen wir das später mal machen. Jetzt nicht, das lassen wir erstmal so. Was hatten wir hier? Klosterbräu, also das war der Hopfen, der war geklärt. Das läuft ja. So, Importeur, der kriegt sowieso nur Auslieferung. Also der ist jetzt nicht so entscheidend, weil da können wir gar nichts dran ändern, was hier passiert. Die Werte sind okay. Dann haben wir Kali Bergwerk. Das sitzt hier. Ach so, ich muss da nicht draufklicken, ne? Salze 842 und ja, da wissen wir ja, dass die jetzt irgendwie abgeholt werden, ne? Da unten fährt schon einer. Da auch. Hier steht der Zug aber. Wie wird er denn geladen? 162 Tonnen, okay. Das läuft aber. Da kommt gerade einer reingefahren, gucken wir. 162 Tonnen, 177 Tonnen, okay, das läuft. Kali Bergwerk brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Kohlekraftwerk ist hier. Das müsste beliefert werden. Oh, ich darf da nicht klicken. Wir müssen hier gucken. Da gibt es keinen Koks. Aber ich glaube, Koks ist ja auch hier gar nicht im Angebot. Wir haben nur Kohle. Und davon ist reichlich da. Mettingen ist hier nicht angeschlossen, aber vielleicht kommt das auf Dauer irgendwann hier auch vorbei. So, Kohlekraftwerk Nummer 2 ist hier. Und das ist neu und noch gar nicht angeschlossen. Das bedeutet, dass wir dieses Kohlekraftwerk hier mitten auf der Karte irgendwo dann noch anschließen müssen. Was ist das hier? Das ist der Wald, Sonderhausen. Ah, da unten ist das. Das ist hier die Schnellzuglinie. Da müssen wir gucken, wie wir die Ware da hinkriegen, weil über diesen Weg sollte es eigentlich nicht laufen, ne? Da ist der Wald. Ja, schöne Aufgabe für die nächste Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!